Ganz schön was los heute. Ja, logisch. Stonerfest ist ja auch nicht alle Tage. Aber wir haben Urlaubssaison. Es ist Juli. Schönes Wetter. Meistens sind die Leute weg. Dann weißt du was? Ich lade dich auf ein schönes, großes, kühles Bier ein. Das hört sich gut an. Da werde ich mich opfern. Wenn du meinst. Zu Hause oder im Ausland? Ausland. Warum? Ist das Bier dort besser? Nein, das Bier ist nicht besser, aber Katrin wartet dort auf mich. Dann gehen wir ins Ausland. Hoffentlich setzt sich keiner mehr zu uns. Katrin müsste jeden Augenblick kommen. Weiß sie, wo wir sitzen? Ich habe ihr, bevor sie zur Krankengymnastik gegangen ist, gesagt, dass wir uns hier treffen. Da kommt sie gerade. Hi, oh. Andi. Grüß dich. Hi. Hallo, Schatz. Hey. Dich habe ich heute Morgen schon geküsst. Setz dich zu uns. Oh, danke, aber ich habe gar keine Zeit. In 10 Minuten beginnt die Eröffnungsrede. Aber wenn du so scharf drauf bist, mich einzuladen, können wir ja nach der Eröffnungsrede rübergehen auf die andere Seite, nach Ulm. Zu Hause ist zu Hause. Wir stehen nun genau zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Mein linkes Bein ist in der Vergangenheit, das rechte in der Zukunft, das dazwischen ist die Gegenwart. Arme Gegenwart. Du mich auch. Oh, schau mal, da kommt dein Vater. Immer aus dem letzten Eck. Aber passend, da kommt deine Tochter. Oh ja. Hallo, Schatz. Grüß dich. Wäre Schicksalsfügung für dich hierher? Ich dachte, du magst eure Feste nicht. Und dich? Du magst sie normalerweise auch nicht. Jeder Vater für den Sohn. Der hat mich eingeladen. Und ich, die da, die Serben. Nämlich, die hatte mich halt darum gebeten, ihnen beim Cevapcici-Grillen zu helfen. Und ich beginne morgen. Ein Donauschwabe, der Cevapcici grillt. Das kann nicht gut gehen. Lass dich überraschen. Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass du dir heute nicht nach ihrem Äußeren beurteilen solltest. Okay, okay. Mama, ich muss dich mal was fragen. Ja, Moment, 2,20 Euro. Kaffee ist Leim. Die Tochter braucht noch immer Geld. Ja, so was? Gerade noch. Okay, ich muss jetzt wieder. So mache ich auch wieder nicht. Tschüss. Oh, Töchter. Moment mal, ich sehe gerade, dass wir gerade zu sind. Das bedeutet, dass wir jetzt ein paar Kisten Fladenbrot abholen müssen. Gut, dann... Gebt ihr keinen Bro. Tschüss. Fladenbrot, gutes Stichwort. Ich hätte auch Hunger. Ich gehe mir auch eine Kleinigkeit holen. Dann komme ich mit. Bis Ciao, gleich. Schatz. Und wir warten hier. Hey, ich kann dir eins sagen. Mit dieser Frau zusammenzuziehen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Obwohl sie 11 Jahre älter ist, geschieden und eine Tochter hat. Ist doch egal, sie ist alles in einer Person, was du brauchst. Frau, Schwester, Kumpel, Mutter. Das Beste, was du dir je erlaubt hast, mein Freund. Das kannst du laut sagen. Wir brauchen Nachschub. Ja. Entschuldigung, ich habe sie echt nicht gesehen. Es tut mir uns leid. Ist ja nicht schlimm. So schlimm sieht es auch nicht aus. Kann man sicher wieder waschen. Moderne Kunst oder so. Aber schöne Farben. Es tut mir so leid. Ich bin gestolpert. Was? Ich habe sie nicht.
ist ja gut, es ist ja nicht so schlimm. Hey, kein Problem, Mann. Du kommst einfach mein Hemd, ne? Ja, das ist für eine Möglichkeit. Und wissen Sie was? Ich mach das für Sie. Ich wasche es Ihnen. Kein Problem. Nein, es muss nicht sein. Doch, wirklich. Ich mach das für Sie. Es tut mir um. Bitte, ich krieg ein schlechtes Gewissen. Warte nochmal. Ich wasche es und ich bring's Ihnen morgen irgendwann. Oder wann auf dem Donaufest. Und wann Sie recht ist. Und dann mach ich das. Kein Thema. Also nochmal, es tut mir total leid. Es ist nicht schlimm. Ich hab's einfach nicht gesehen, ich war im Gespräch vertieft. Es ist nicht schlimm und eigentlich können wir es ja auch duzen. Ich meine, so alt sind wir zwei auch wieder noch nicht. Oh. Okay, gern dann. Also ich kann es Ihnen, Entschuldigung, ich kann es dir morgen vorbeibringen. Wann wär's dir recht? Wie wär's um 1 Uhr hier? 1 Uhr hier? Nee, das schaffe ich nicht. Ich bin Erzieherin und morgen mit dem ganzen Tag in meiner Gruppe zusammen. Dann so gegen 4:30 vom Spatz? 4:30 dürfte ich schaffen. Spatzes ist das Café an der Hirschstraße. Müsst du das runter? Ja, genau. Genau. Okay. Machen wir das so? Ja. Ich bin übrigens Andi. Hi, Jasmin. Schön. Ich bin Erwin. Hi, Erwin. Hi. Hi, ich bin Steffi. Ja, dann morgen Spatz, dann sehen wir uns wieder. Bis morgen. Dann. Okay. Alles klar. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Haltet euch vor Eiscreme, ja. Ja, wir versuchen es. Oh, Andreas, schau mal, da ist doch die hübsche Blonde. Mit dem Eis und deinem T-Shirt. Ah ja. Ja, beweg dich mal und wink oder so, damit sie wird, sie wird uns schon sehen. Wir sind die Einzigen, wo wir sitzen, da kann man doch nicht vorbeilaufen. Na, scheinbar schon. Jetzt komm auf. Aber mal hin hier. Sie haben uns doch nicht gesehen. Ja, bevor Sie ich kann nicht hinterher rennen, wir wollen uns erst nachher treffen. Du kannst. Okay, komm. Komm, wir wollen sie auch mal kennenlernen hier, richtig, ja? Okay. Also. Hey. Mit Erwin und seiner Frau da hinten gesessen, hab ich dich vorbeilaufen sehen. Echt? Ich habe euch gar nicht gesehen. Wir haben uns die Stände angeschaut. Ja. Na, ich dachte, du müsstest jetzt noch arbeiten und... Nein, wir haben früher Schluss gemacht. Ja, willst du dich nicht zu uns setzen, weil wir wollen uns ja eh treffen, dann können wir was trinken. Nee, du, ich will euch nicht stören. Wir müssen sowieso noch zu ihr und ich möchte mich auch noch umziehen und so. Wir kommen gerade vom Arbeiten und deswegen... Ja. Aber wir sehen uns nachher im Spatz, oder? Ja, okay, dann nachher im Spatz. Trifft sich dann da? Ich warte dann vor der Tür. Okay. Okay, dann... Dann sag mir Erwin den Gruß. Nachher. Mach ich dann. Bis nachher. Tschüss. Ciao. 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 Hallo, hier bin ich wieder. Jasmin, kennst du noch? Das ist Katrin. Grüß dich. Hi. Hallo Katrin, ich bin Jasmin. Hallo, grüß dich. Das ist Steffi, Hi. Das sind Erwin und Katrin. Hi, Steffi. Hi. Hi. Setzt euch. Soweit ich mich erinnere, arbeitest du als Erzieherin, oder? Hast doch richtig in Erinnerung. Ich arbeite in einer Tagesgruppe für sogenannte schwer erziehbare Kinder. Wobei man kann sagen, meistens sind es dann die Eltern, die eigentlich in so eine Tagesgruppe reingehören, als die Kinder. Aber da kann man nichts machen. Und was machst du beruflich? Früher war ich Fahrer bei Finkbeiner. War sehr gut bezahlt, aber es hat mich immer gereizt, selbstständig zu sein. Und jetzt habe ich eine eigene Tour bei PostExpress. Beschäftige zwei Fahrer und es läuft sehr gut. Nicht schlecht. Ich arbeite, wo wir schon beim Thema sind, in einem Reisebüro. Aber nur halbtags, da ich wegen eines Bandscheibenvorfalls einen Behindertenausweis habe. Und du, Andi, womit verdienst du dann täglich Brot? Er beginnt nächsten Monat bei mir als Fahrer. Ich habe ja erzählt, dass ich eine neue Tour bekomme. Telegramme und so, also nicht wie du jetzt vielleicht denkst mit Klingeln und Unterschrift, sondern einfach nur in den Postkasten schmeißen. Da bekommen wir 9000 Mark. Ja, du siehst, ich rechne immer noch im Mark. Und nächsten Monat fängt er bei mir an. Wow, nicht schlecht. Früher war ich im Hotel tätig. Danach habe ich versucht, mich selbstständig zu machen, hat aber nicht ganz funktioniert. Und jetzt mache ich nebenher ein Psychologiestudium. Und ihr beiden? Habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine Tochter aus meiner ersten Ehe und mit Erwin zusammen einen 2-jährigen Sohn. Wenn man ihm eine Schnurrbart ankleben würde,
dann sieht er schon fast genauso aus wie der Vater. Ja, und falls man mir den Schnurrbart abrasiert, ist er wieder ganz die Mama. Und du, Jasmin, hast du auch Kinder? Ja, ich habe eine kleine Tochter. Aber der Vater ist vor ein paar Jahren verstorben in einem Autounfall. Und seitdem bin ich alleinerziehende Mutter. Und du, Andreas? Hast du auch Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Und wie sieht's aus? Gehen wir noch ins Ausland? Ausland? Ja, nach Bayern. Ach, ich denke, wir bleiben am besten hier. Zu Hause ist es doch am schönsten. Also, das ist mein Auto. Mhm. Ich muss gehen, um 8:30 meine Tochter abholen, die ist bei meinen Eltern. Und dann sehen wir uns wieder? Mega. Schlag was vor. Dann morgen 11 Uhr hier und dann sehen wir weiter. Baggersee, Donau, Atlantis. Okay. Mach's gut, mein Schatz. Ciao, Jasmin. Dir die Daumen für heute Abend. Warum? Gib dir keine Mühe, den Ahnungslosen zu spielen. Ich weiß alles. Was alles? Ich kann dir nur gratulieren. Weshalb? Habe ich Geburtstag, ohne es zu wissen? Du sagst es. Vielleicht hoffen wir es. Denn du hast guten Geschmack erwiesen. Die hübsche Blondine von gestern Abend ist der beste Beweis dafür. Woher weißt du das schon wieder? Das Vaterauge sieht halt alles, auch mehr, als es sehen sollte. Erst sah ich dich mit Katrin und Erwin allein, okay? Du weißt schon, dass ich in der Nähe Treppische grille, also ich sehe ja alles. Plötzlich später warf ich so einen heimlichen Blick und plötzlich war die zu fünf. Und eine von den hübschen blonden Damen, naja, war die so ein bisschen verdächtig, nein. Es ist nicht so, wie du denkst. Die beiden Damen waren einfach nur Freundinnen. Von Katrin und Erwin. Nichts weiter. Und mein Name ist Arsch. Nein. Aber gut, warum schämt sich der Mensch seines Glücks? Alle jammern nur, egal ob reich oder arm, alle jammern und beklagen sich. Wir sind doch in Jammern schon nicht Weltmeister, sondern Olympiasieger. Warum hat das der Mensch notwendig? Warum schämt sich der Mensch seines Glücks? Warum unterdrückt er es? Was meinst du? Du bist doch der Psychologe. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn man glücklich ist, bedeutet es, dass jemand anders neidisch ist. Und Neid ist nichts anderes als eine Form von Hass. Und derjenige, auf den dieser Hass gerichtet ist, geht seelisch und körperlich zugrunde. Deshalb schützt sich der Mensch unterbewusst dadurch, dass er sein Glück nicht zugibt. Man scheut sich einfach, das Glück zu zeigen, in der Hoffnung, dass niemand neidisch auf jemanden ist. Ich glaube, dass du recht hast. Übrigens, brauchst du Kohle? Nein, hab selber noch genug.
Glaubst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Oh, hey, mir geht's genauso. Was meinst du, warum ich eine Viertelstunde früher da bin? Ich doch auch. Echt? Wie lange wartest du schon? Noch nicht allzu lange. Und? Was machen wir beide heute? Ich stehe dir voll zu Diensten. Oh. Entscheid du, Schatz. Ich habe keine Lavage. Ich hätte mehrere, aber ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Mir ist es egal, was du willst. Wir müssen ja nicht an einem Ort bleiben, oder? Hast du vollkommen recht. Dann schlage ich den Fullebaggersee vor. Da gehe ich seit Jahren hin. Okay, einverstanden. Dein Auto oder mein Auto? Mit meinem. Okay. Bude? Yep. Hey Mann, die ist ja richtig groß. Drei Zimmer, 84 Quadratmeter. Nur ich alleine. Ganz allein? Na, früher haben meine Eltern auch hier gewohnt, aber sie haben sich immer ein Haus gekauft und ich bin jetzt hier geblieben. Wow, ey, wenn ich dran denke, ich habe gerade mal 65 Quadratmeter. Gut, für mich und mehr wie reicht. Preis hat es auch. Ist ein Kaffee? Kaffee. Scheiß auf Kaffee. Wenn ich daran denke, wie einfach es zwischen uns angefangen hat gestern. Richtig. Na gut. So ganz zufällig war es ja nicht. Was, der Zusammenstoß? Ja. Ich habe da ein bisschen nachgeholfen. Wie, du hast nachgeholfen? Das musst du mir erst erklären. Ach ja. Also, wenn ich ehrlich sein soll, dann renne ich dir schon eine ganze Weile hinterher. Wie? Knappes halbes Jahr ungefähr. Halbes Jahr? Und ich war so blind und blöd und hab davon nichts gemerkt, oder? Nein, du konntest ja nichts merken. Ich hab's ja heimlich gemacht. Sehr heimlich. Ja. Ich wollte nicht, dass du es mitkriegst. Ich hab das immer so dir hinterhergeschlichen und so. Du konntest es gar nicht mitkriegen. Ich hab mir Mühe gegeben, dass du es nicht mitkriegst. Das war eigentlich immer ganz witzig, weil das erste Mal habe ich dich gesehen, da habe ich Mary nach dem Arbeiten mit meinen Eltern abgeholt. Und dann war ich bei denen auf dem Balkon und dann habe ich dich gesehen. Weil meine Eltern, die wohnen nicht weit entfernt von deinen Eltern. Wo genau? Bei diesen Sozialwohnungen. Weißt du, schräg gegenüber? Naja, diese... Genau. UWS oder wie die genannt werden. Oh. UWS, SWU. Ja, da haben sie so eine kleine gemütliche Wohnung im vierten Stock und da war ich auf dem Balkon und dann habe ich dich gesehen und ja, es war dunkel. Ich habe eigentlich nicht arg viel erkannt, aber was ich gesehen habe, das hat mir einfach auf Anhieb gefallen. Das war
Klingt jetzt vielleicht kitschig, aber Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Und ich habe meinen Blick nicht von dir loslassen können, ohne Spaß. Ich bin dir mit dem Blick gefolgt, ich wäre schier aus dem Balkon gepurzelt. Bin ich froh, dass du es nicht bist. Ja, irgendwann bist du dann aus meinem Blickfeld doch entschwunden. Ich habe nur Mary gepackt, bin auf die Straße gerannt, habe mich nach dir umgeschaut, aber ich habe dich leider nicht mehr gesehen. Mein Auto parkt immer nur kurz vor der Haustür. Ich bin meistens sofort weg, also konnte es mich gar nicht mehr erwischen. Schade. Ja, seitdem bin ich dir dann ein bisschen hinterhergeschlichen. Hast du mich ausspioniert? Das würde ich jetzt nicht so bezeichnen. Ich bin öfters in deinem Haus vorbeigelaufen. Also damals wusste ich ja noch nicht, dass es das Haus deiner Eltern ist. Ich habe halt gedacht, da wohnst du. Bin öfters dran vorbeigelaufen. Hab immer nach dir Ausschau gehalten, ob ich dich mal wieder sehe. Und ja, war eigentlich ja so ein bisschen so richtig Teenager-Verliebtheit. So gucken, wo ist er? Sieht er mich wieder? Ich glaube, so oft war ich doch nie bei meinen Eltern wie zu dieser Zeit. Ja, dann habe ich auch rausgefunden, dass dein Nachname Reti ist. Mhm. Weil ich an deinem Elternhaus dauernd vorbeigelaufen bin, habe da ein bisschen rumspioniert. Ja, jetzt doch spioniert, okay. Aha. Ja, dann habe ich gedacht, ja, komisch, ist nie irgendeine Frau dabei, keine Freundin. Weil ich bin, hey, ein gut aussehender junger Kerl, dem die Mädels garantiert scharenweise nachspringen. Und ich habe nie irgendeine Frau bei dir gesehen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Was für Gedanken? Was für Gedanken? Naja, irgendwann habe ich dann so ein bisschen mich nach dir erkundigt. Mhm. So ein bisschen gefragt. Ja. Und dann kam tatsächlich die Aussage, du seist schwul. Mehr verbreitet solche Schauermärchen über mich. Ach, keine Ahnung, irgend so ein altes Omilein. Ich habe mir nur gedacht, ah ja. Aber ich habe dir wohl bewiesen, dass ich es nicht bin. Ich habe es auch nicht glauben können. Weil hey, irgendwie gut. Nee, du hast zwar eine sanfte Art, aber nee, es ist so im allgemeinen Bild doch zu viel Männlichkeit, um schwul sein zu können. Gott sei Dank. Warum hast du mir eigentlich keine Zeichen gegeben? Ich habe ja das Gefühl, dass du dich von mir versteckt hast. Zeichen geben? Das verstehst du nicht. Ich hätte dich nie direkt anbaggern können. Das geht nicht. Das wär zu offensiv gewesen. Es halt mich bitte nicht für Brüder oder so. Aber das ist altmodisch, aber ich glaube, dazu bin ich zu sehr Frau, um diese Männerrolle auszuleben. Nein, direkt ging das nicht. Aber indirekt habe ich mir gedacht, könnte ich dich ja auf mich aufmerksam machen. Indirekt? Ja. Ohne mein weibliches Ansehen zu beschädigen. Nein, ich bin ja wie gesagt hinterhergelaufen und ich wusste, die Zeit drängt, weil was wäre, wenn du irgendwann ein hübsches Mädel triffst und dann hast eine so Freundin? Wie dich. Ja, damals habe ich mir noch keinerlei Hoffnung ausgerechnet. Nein. Ja, und dann bin ich, habe ich dich mit Erwin und Katrin getroffen. Und hab dich beobachtet und bin euch hinterhergelaufen von Neu-Ulm auf die Ulmer Seite. Und seid ihr ja ans Donaufest gegangen. Ich habe mich da ein bisschen abseits gesetzt. Gerade so, dass ich dich zwar sehen konnte, aber ich glaube, du hast mich überhaupt nicht bemerkt. Zumindest da gab ich mir Mühe. Ja, und dann habe ich dich beobachtet. Du hast, glaube ich, zwei Bier schon intus gehabt oder warst dran dabei, es zu trinken. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann muss der Bub ja auch mal aufs Klo gehen. Ja? Und dann ist mir die Idee eingefallen, so aller Hollywood, genial. Ich bin losmarschiert mit meiner Freundin, hab mir ein Eis besorgt und hab mir gedacht, wenn ich den Jungen nur so sehr beschmutze, dass es ein zweites Treffen geben muss, dann könnte ich dich treffen, mit dir Bekanntschaft machen und so. Und ja, gesagt, getan, Eis gekauft.
gestolpert. Mich und getroffen. Den Rest kennst du ja. Bist böse, Schatz. Warum soll ich böse sein? Das war's wert. Hätte sie mich ruhig direkt ansprechen sollen. Wäre schneller gegangen. Ich hatte nicht die geringste Hoffnung, dass ich Chancen gehabt habe. Was denn? Komm. Hey, du mit deinem tollen Haus, tolles Auto und alles Mögliche und das gar nicht mir gehört hat. Hab ich ja damals nicht gewusst, ne? Und ich, alleinerziehende Witwe mit kleinem Kind aus dem Ausland stammend, ich habe mir keine Chancen ausgemalt. Ausland? Ja. Niemals. Doch. Na, was meinst du? Woher stamme ich? Russin. Jetzt. Französin. No. Jugo? Nein. Italienerin? No. Tschechoslowakin? Nein. Ungarin? Auch nicht. Türkin? Evan. Was? Das bedeutet ja auf Türkisch. Eine Türkin? Ja. Hätte ich nie gedacht. Warum? Erstmal, du bist blond. Du bist... na, nicht so wichtig. Was? Außer, komm. Nein. Zählen? Nicht was. Du vergisst das Kopf. Du auch einen Schluck? Nein, danke. Sollen wir das Gutes kochen? Können wir machen, aber ich habe nur Schweinefleisch da und... Kein Problem, hey. Ich esse alles, egal was, und glaub mir, Schweinefleisch, das steht ganz oben auf meiner Liste. Hört mal gerne. Mhm. Vorher soll ich vielleicht noch duschen. Okay. Ist da warm? Geh ich mit. Aber dann wird es ein bisschen knapp nach dem Essen. Ich soll dann... Na, ich fahre dich zum Donaubad zurück und dann... Also? Schade, dass du morgen arbeiten musst. Meinst du? Was soll das etwa heißen? Ja. Ich habe morgen frei, weil ich ja gestern also am Samstag schon gearbeitet habe. Und hast du nichts gesagt? Erstens hast du nicht gefragt. Und zweitens wollte ich dich überraschen. Zum Abschluss. Das ist dir gelungen. Wann sehen wir uns dann? Meine Mutter weiß nicht, dass ich morgen frei habe. Also werde ich Mary wie üblich um 9 Uhr zu ihr bringen. Das heißt? Dass wir uns kurz nach 9 sehen werden. Richtig. Ich muss jetzt leider gehen. Bis morgen, mein Schatz. Schlaf gut. Du auch. Ciao. Schläfst du doch wie ein Murmeltier um 10 Uhr. Na, heute Nacht konnte ich nicht schlafen. Ja, wie kommt das? Nichts Besonderes. Wie war Brandau?
Oh, ich fand es ganz interessant. Es waren sehr, sehr viele Leute da im Rahmen des Donaufestes und man konnte ihn wirklich nur von sehr weitem sehen. Und er wirkte so ein bisschen vermüdet, so ein bisschen halb bekifft oder so, wie die halt so sind. Schauspieler. Aber er ist ein interessanter Interpret auf jeden Fall, muss man sagen. Hat sich gelohnt. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und? Was treibst du sonst so? Der Vater hat von der Blondine erzählt. Es hätte mich gewundert, wenn er einmal still gewesen wäre. Ja, das kennt man ja schon seit ewigen Zeiten. Genau. Ja, magst du mal was erzählen oder ist es noch? Es gibt eine Blondine. Aha, wie heißt sie denn? Jasmin. Ah, Jasmin, auf Französisch, sehr schön. Sie ist auch sehr schön. Mhm. Sie aber als Kindererzieherin. Sie hat selber eine kleine Tochter. Oh, wie alt ist die Tochter? 3,5, glaube ich. Mhm. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung in Ludwigsfeld draußen. Ah, schön, ja. Ja. Ah, dann ist es gar nicht so einfach, dass sie denkt, Kind da unterbringen muss. Wird sie ja nicht täglich mitnehmen können, wenn sie als Erzieherin haben. So. Das ist keine einfache Situation. Meinst du, ja, kommen mal zum Abendessen? Heute Abend hätte ich frei. Dann müssen wir mal schauen. Ich würde dich dann anrufen, deswegen. Aber rechtzeitig, ja. Ist ja vorbereitet. Ich kann sie fragen, ich sehe sie nach. Gleich eigentlich. Ach ja, gut. Ja. Machen wir es doch so, dass du vielleicht in einer Stunde anrufst und mir definitiv ja oder nein sagst. Das wäre mir ganz recht, weil ich möchte es natürlich dann schön gestalten. Ja? Ich werde sie auf jeden Fall fragen. Ja, super. Sag mir Bescheid. Ja, prima. Ja, ich muss ja langsam los. Die Haare waschen. Dann meldest du dich einfach, ja? Ciao. Mach ich. So, dann verabschieden wir uns. Hm? Ja. Ich gehe mit dem Fahrrad heute. Es ist so tolles Wetter. Und du? Mit dem Maus wie immer. Ah, klar. Ich nehme dich. Ciao. Vorsichtig. Schönen Tag. Ciao. Ja. So, in die Garage. Wie sieht's aus, Baby? Hier bleiben, weggehen, Tag im Bett verbringen. Auf was hast du Lust? Der Tag im Bett hätte sicher seine Reize. Weggehen auch, allerdings. Schifft es gerade wie aus Eimern. Ach komm, das ist gar nichts. Das geht vorbei, das garantiere ich dir. Komm, geh mal weg. Ganz Ulm ist unterwegs, ganz Ulm ist auf dem Donaufest. Was hältst du davon? Hm? Ich lade dich ein. Okay, wenn ich eingeladen werde, will ich natürlich nicht besprechen. Wir ordnen uns dahin. Da, wo es schön ist. Das sehen wir dann. Geh mal einfach mal schauen. Aber ich meine, wo schön es ist. Im Bett. Aber wir können ja ein bisschen. Die Leute. Halt ab, genau. Weitermachen. Nachmittag zum Chip-Up-Schichtern. Wir gehen, wo mein Vater grillt. Wir haben uns eine kostenlose Portion abstauben. Es ist immer geschickt, Verwandte in der Gastronomie zu haben. Genau. Wann ist der da? Ich schätze mal so gegen 5:30, weil er muss bis 4 Uhr, glaube ich, arbeiten. Dann lade ich ihn auch. Genau. Bin ich ja mal gespannt. Na, kannst du sein, da hat meine Mutter schon alles mögliche formgeschwärmt von dir. Herr Schlewiner hat uns beobachtet. Wann? Gestern. Echt? Ja. Das
Sauerei. Bei dir muss man echt aufpassen, dass man aus allen Ecken beobachtet. Es könnte schlimmer sein. Nicht viel los. Was hast du erwartet? Die einen sind am Arbeiten, die anderen bei der Schule? Hey, heute Abend, wenn mein Vater hier grillt, dann geht's hier richtig ab. Da stehen die Leute Schlange bis in Donau runter, wenn's sein muss, obwohl es 5 Euro kostet. Ich weiß, ich hab's ja gesehen. Ja. Du, Jasmin? Hm? Ich wollte dich vorher schon was fragen. Was? Was hältst du davon, wenn du und Mary bei mir einzieht? Warum unnötig 2 Mieten zahlen? Hast ja recht, das habe ich mir gestern auch gedacht, wo ich heimgekommen bin. Aber Folgendes, es wird passieren, sobald wie möglich. Aber die Angelegenheit, die muss man taktvoll angehen. Es hat eine gewisse Form und Reihenfolge, die muss ich beibehalten. Meinst du die Kündigungsfrist deine Wohnung oder? Nein, privat. Schatz, denk immer daran, ich bin Türkin. Das heißt, ich habe eine türkische Familie und auch wenn ich frei und unabhängig bin, ich kann denen nicht einfach so sagen, Leute, ich ziehe bei einem Mann ein von heute auf morgen und auch noch bei einem Mann mit einer anderen Konfession. Das geht nicht. Nein, ich muss das langsam und diplomatisch anbringen lassen und ja, es wird ein bisschen dauern, aber es wird passieren. Also unsere Beziehung wird keinen Abbruch bringen, glaub mir. Wir werden zusammenziehen, aber auf gut Deutsch, wir müssen uns gedulden. Eine Freude, das Muslime wirklich nicht leicht. Als Mann aber auch nicht. Ja, sie haben in der Masse mehr Freiheit, aber lang nicht so viele Rechte wie die Europäer. Zum Beispiel die Westeuropäer oder so. Lang nicht. Und hast du eigentlich Geschwister? Ja, 2 Brüder. Das ist auch ein Grund, warum ich die ganze Sache langsam angehen soll. Mein ältester Bruder war mit einer Muslimin verheiratet, war aber unsterblich an eine Deutsche verliebt und hat auch mit ihr eine Affäre gehabt. Er wollte sie sogar scheiden lassen von seiner muslimischen Frau. Bei meiner Familie gab es eine Katastrophe. Das wäre ein Riesenskandal geworden. Könnte ich mir vorstellen. Unvorstellbar, das kann man sich hier in Deutschland nicht vorstellen, aber so ist es nun mal. Und mein Vater, oh Gott, der hat alles getan, um diesen Skandal zu verhindern. Der hat dieser deutschen Freundin von meinem Bruder sogar mit dem Tod gedroht. Irgendwann hat er dann aufgegeben und ja, ich bin der Meinung, die treffen sich nach wie vor heimlich. Aber er hat sich jetzt dem gefügt und lebt nach wie vor mit seiner muslimischen Frau zusammen. Allerdings hat er sich auch dem europäischen Lebensstil jetzt angepasst und ja, sie trägt kein Kopftuch mittlerweile mehr, sie schminkt sich sogar, trägt gewagte Kleidung. Aber lass mich raten, alles ganz widerwillig. Ich will das bloß nicht. Am Anfang ja, aber mittlerweile macht sie das echt sehr selbstbewusst und sie genießt es auch. Sie lernt sich jetzt gerade so richtig neu kennen und ja, sie genießt einfach ihr Frausein und ihr Menschsein und ich finde es auch richtig so. Und es gibt leider immer noch zu wenig muslimische Frauen, die diese Erfahrung machen können. Und da finde ich, da stimmt was nicht. Da fehlt's. Da gebe ich dir recht. Diese Kopftücher sind für mich eine zweifache Erniedrigung. Sowohl im Göttlichen als auch im Menschlichen. Wir sind eigentlich alle Teil einer großen göttlichen Energie, wenn man es so nennen will. Aber dennoch hetzen uns unsere Schriften gegeneinander auf, vom Koran über die Bibel. Wir verhüllen uns in irgendwelchen dicken Mänteln, Kopftüchern, anstatt uns zu öffnen, uns aufeinander einzulassen. Ja, aber das Kopftuch gibt es nach wie vor. Und ich find's schade, gerade muslimische Männer, die beanspruchen nicht nur die Frau für sich, sondern auch deren Schönheit. Und dann verschleiern sie die Frau, wie gesagt, in hässliche Lappen und Mäntel und denken, sie sind dadurch Gott näher, aber dadurch entfernen sie sich völlig. Viel schlimmer, sie halten sich für kleine Götter. Sie denken, ja, sie wollen die Frauen unterdrücken, wollen sich als Gott aufspielen, so, ja, ich habe die Macht über dich. Wenn sie aber wissen, dass sie eigentlich sich selbst unterdrücken. Gott ist nicht männlich, Gott ist männlich und weiblich, beides zugleich. Eine Frau zu unterdrücken, heißt nur, sich selbst zu unterdrücken. Ich soll dir was sagen, ich bin froh, dass nicht alle Männer so wie dein Bruder sind. Ich finde es schade, dass nicht mehr Männer wie dein Bruder sind. Aber brauchen wir mehr so werden. Der Vater von Mary war auch so. Der war auch so.
Mein Bruder hat mich ja mit ihm bekannt gemacht. Weißt du, warum sie das ganze Theater veranstaltet haben? Nicht wegen der Scheidung, obwohl sie war Anlass. Aber der Hauptgrund war, dass seine Freundin, also seine Geliebte, eine Christin war. Was meinst du? Reagieren sie auf mich? Soll ich ehrlich sein? Natürlich. Das ist mir scheißegal. Ehrlich. Ich werde versuchen, diese Friede, Freude, Eierkuchen-Zustand herbeizuführen. Aber wenn das nicht klappt, die können mich am Arsch lecken. Sollen sie mit den Buckel runterrutschen gehen? Was brauche ich sie? Es ist meine Familie. Na und? Hey, ich habe Mary, ich habe dich, ich habe mein Leben und ich habe ein verdammtes Recht auf mein Leben. Was brauche ich denn bitte mehr? Ich wollte ihn wiedersehen. Ich wollte nicht, dass du dich umfängst. Oh, ich danke. Ich danke Gott für dich. Also, meine Eltern sind auch nicht ganz unbeteiligt daran. Richtig. Aber nochmal zu deiner Familie zurück. Du hast noch einen Bruder, hast du gesagt. Was ist das ja, mit dem? Ja, einen jüngeren, aber der lebt nicht hier. Der ist seit fünf oder sechs Jahren schon in der Türkei. Hat da ein Restaurant in Izmir. Schauen wir mal in den Urlaub hin. Können wir? Hallo Mama! Das ist ja toll, dass wir uns sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, und das ist wohl Jasmin, nehme ich an. Ja, hallo. Guten Tag, hallo. Du hast wohl Pause, oder? Ich habe Pause, ich war gerade einen Kaffee trinken. Habt ihr Zeit? Ja, aber wir kommen gerade. Komm, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Habt ihr Lust? Ja, ja. Okay. Okay. Gehen wir da runter? Okay. Ja. Ich schlage vor, dass ich kurz reingehe. Ich habe nämlich nur maximal eine halbe Stunde Zeit und was zu trinken bestelle. Was möchten Sie, Jasmin? Ach, ein Limo. Limo? Ja. Eine Cola. Eine Cola? Ja, das reicht auch, ja? Gut, ich komme mal wieder allein. Ich habe eine richtig hübsche Mutter. Echt? Und eine richtig hübsche Freundin. Danke. Irgendwie voll aufgeregt und nervös, aber ey, voll glücklich, dass ich dich mal kennenlernen darf. Mir geht es genauso. Meinst du? Ja. Es gibt mir Mühe. Und wann lerne ich deinen Vater kennen? Früh genug. Ab gleich. Seit wann kennt ihr euch denn? Die hatten ja gar nicht sehr viel erzählt. Seit zwei Tagen. Ach so, naja. Nein, seit drei. Seit drei vor dem Klo. Ja, und der Schicksalsplatz. Naja, hört sich ja gut an. Ich habe viel zu berichten. Wir wissen alles. Wir wissen alles. Ja, wir sind eigentlich voll im Bilde. Dein Vater hat da schon einiges erzählt. Mein Vater. Dein Vater. Dein Vater. Den werde ich mal zur Rede stellen müssen. Da dackelt er gerade an. Schau mal. Da kommen wir, genau. Oh, hallo, hallo. Hallo. Hallo, Katrin. Hallo, Katrin. Hi. Hallo, Bräutigam. Grüß dich. Darf ich mal? Danke. Ich bin gerade unterwegs zum Grillen. Wo ist Jasmin? Also, die müssen noch kommen, wenn nicht dazwischen kommt. Rechne selbst, sie hatte bis 6 Uhr zu arbeiten und parkt beim Atlantis. Mhm. Was zu bedeuten hat, dass sie nach Adam Riese in etwa einer Viertelstunde da sein sollte.
spätestens. Wenn sie ankommt, dann bekommt ihr alles von mir. Ciao und Bier, so viel ihr wollt. Oh. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz ich auf bin dich. Ich bin stolz auf dich, du weißt auch warum. Aber keine Bange, ich werde dir keine lästige Frage stellen. Ich war ja auch mal jung. Und solche Fragen seitens meiner Fossilien gingen mir mächtig auf den Sack. Weißt du, mein Fossil, du wirst es früh genug erfahren. Ah ja, gestern waren die Serben gut drauf. Die erzählten Witze am laufenden Band. Da bekamst du die Tür nicht zu. Zum Beispiel, einer hatte mir sogar gemerkt. Zwei Huren spazieren und unterhalten sich. Schwester, sagt eine, heute gibt es viel Arbeit, nämlich alles riecht nach Sperma. Vergiss es, sagt die andere. Ich habe nur aufgestoßen. Oh Gott. Der war unterste Schublade. Der war geil. Ja. Ach komm. Ja. Ach, so toll war der auch wieder nicht. Kennst du einen besseren? Moment. Was? Ah, da, der Handy. Ja. Betty? Hallo, Jasmin. Jasmin? Warte mal kurz. Warte kurz, ich höre dich nicht. Jasmin? Ja, jetzt höre ich dich. Du kannst nicht kommen? Schade. Ja? Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, dann bis nachher. Ja, ich liebe dich, Schatz. Gut. Ciao. Also, Jasmin kann nicht mehr kommen, aber die gute Nachricht ist, heute Nacht werde ich bei ihr sein. Na, ich kann nicht mehr lange. Ich muss früh aufstehen. Warum? Musst du irgendwo hin? Lass mich gerade nach Neu-Ulm rüber, dann musst du so weit laufen. Ah, Scherzkeks. Nein, ich muss morgen nach Barcelona fahren, um einen LKW-Motor abzuholen. Nach Barcelona? Ja. Ein Fahrer ist krank geworden und ich muss für ihn einspringen. Na, wann kommst du wieder? Schätzungsweise Montag oder Dienstag. Ich weiß es aber noch nicht, weil vielleicht muss ich noch nach Italien abbiegen oder wie auch immer, du weißt. Dann werden wir uns eine Weile nicht sehen, weil bevor ich bei dir anfange, wollen Jasmin und ich noch einen Urlaub. Aha. Dann gehe ich auch mal los, ich will sie ja nicht warten lassen. Ich muss sie auch. Die Fährten warten schon auf mich. Dann gehen wir zusammen. Oh, du weißt was, Andi? Tschüss, Alter. Andi. Ja, gut, Alter. Falls du meine Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da. Tschüss. Glaub mir, heute Nacht brauche ich deine Hilfe nicht. Das will ich auch schwer hoffen. Tschüss, viel Glück mit Jasmin. Tschüss, Katrin. Tschüss. Tschüss. Ich weiß, dass du es bist. Dreimal darfst du raten, wo ich bin. Vor deiner Wohnung. 30 Sekunden werde ich bei dir sein. Ich komme. Nein. Ich fliege. Hey, Baby. Hi. Hey. So schön, dich wieder zu sehen. Aha. Nein, Schatz. Ich habe Besuch. Besuch? Ja. Die Rote Armee. Rote, Achso, du meinst deine Tage. Richtig. Normalerweise denke ich immer dran, ich habe sie gestern gekriegt. Ich hab's total vergessen. Und weißt du, wer schuld dran ist? Lass mich raten, ich bin schuld daran. Natürlich, seit ich dich kenne, ey, ich vergesse alles. So kenne ich mich gar nicht. Mir geht's auch nicht anders. Schön, dass du da bist. Ja. Ich hab dich vermisst.
weiß nicht, wie ich dich vermisst habe. Schläft Mary schon? Mhm, klar, was denkst du? Vor 10 Minuten ungefähr. Kann ich sie kurz sehen? Okay, aber wenn du leise bist. Okay. Mir wird gerade ganz schön warm. Liegt das an dir? Schwätzer. Wenn du so heiß ist, kannst du dich ausziehen. Gerne, Madame. Geht es immer so bei dir? Natürlich. Ein Befehl und der Herr folgt. Wie Milady wünschen bekommen, Milady. So gefällt mir das doch. Gibt es nichts zu lachen. Voilà. Ich glaube, die Unterhose lasse ich aus Solidarität an. Wie du willst. Und deine komme ich heute auch nicht dran. Wie du willst. Ist ja dein Arsch. Tut mir noch leid, wegen meinen Tagen. Ich spüre, bist enttäuscht, gell? Warum soll ich enttäuscht sein? Du kannst ja nichts dafür. Richtig, aber trotzdem. Aber ey, keine Angst. Es gibt andere Wege. Ich komme ja schon. Ja? Ach, Herr Henry, wie geht's dir? Du bist angekommen. Gestern Abend schon. Ja, du. Ja, ich hab grad gegessen. Ja, Sekunde. Weißt du was? Ich komm rüber. Ich bin in 10 Minuten bei dir, okay? Gut, bis gleich. Ciao. Deine Großmutter irgendwo unterwegs, die machen die Gegend unsicher. Was soll der auch sonst machen? Hast du mir eine Kippe? Ja, bitte. Feuer. Wolltest du mich sprechen? Mhm. Heute Morgen, als ich zum Auto ging, kam mir ein alter Türke entgegen. Der wohnt irgendwo da in der Nähe, in einer von dieser Sozialwohnungen. Und er hat mir gesagt, dass du es mit seiner Tochter treibst und dass ich dich bieten soll, diesen Treiben am Ende zu machen. Sonst kommt es zu einer Katastrophe in seiner Familie. Dieser Arsch. Das heißt nicht so anstellen, wenn ich den in die Finger kriege. Andi,
Du hast mir nicht gesagt, dass Jasmin eine Türkin ist. Ja, habe ich nicht. Stört es dich etwa? Ja, stört mich. Warum? Du kommst in unsere Familie. Das hat doch gefehlt. Du Depp. Sie ist eine Türkin. Und? Was na und? Denk nach, Andi. Denk nach. Denk du erstmal nach. Du bist auch kein reinrassiger Deutscher. Na und? Du sprichst kein rein gutes Deutsch. Mein Gott, die meisten Deutsche sind doppelt so blech wie du. Na und? Was hat das mit der Sache zu tun? Was hat das mit Islam zu tun? Mit den Türken und so weiter? Was hat das damit zu tun, dass sie eine Türkin ist? Nichts. Denk doch nach. Kopf dich in unsere Familie. Stell dir mal vor, da kommt ihre Tante zu Besuch, ihre Mutter, was weiß ich, Großeltern und so weiter. Ein Haus vor was weiß ich, Mulatfund und was weiß ich und so weiter. Dich stört doch nur, was die Nachbarn denken. Dass die Nachbarn denken, oh, da gehen Türken ein und aus. Es geht nicht darum. Weißt du überhaupt, was du uns antust? Weißt du überhaupt, was Islam ist, Mensch? Ja, ich weiß, was Islam ist. Und ich weiß, dass er genauso falsch verstanden wird wie das Christentum. Ja gut, sagst du, wir Christen, wir sind selbst aus unserer Scheiße herausgekommen. Aber das machen die niemals, sieht ja mal in 1000 Jahre. Ach komm, die meisten Türken heutzutage sind aufgeschlossen wie wir hier. Im öffentlichen Dienst in Türkei ist es verboten, Kopftücher zu tragen, die du hier gerade so schön anprangerst. Oder Jasmin, sie trägt kein Kopftuch. Sie macht sogar FKK. Sie ist aufgeschlossen als manche andere Leute, wo mit mir in der Klasse waren. Ja, das sagst du jetzt. Aber vergiss nicht, woher sie kommt. Das kann man nicht einfach so streichen, verstehst? Sie kommt aus Deutschland, türkische Herkunft und ich liebe sie! Nicht ihr verschissenes Milieu, ich liebe sie! Ja, du liebst sie, das hast du jetzt. Und in einem Jahr wirst du zum Kotzen sein. In einem Jahr werde ich sie immer noch lieben. Für diese Liebe gehe ich über Leichen, wenn es sein muss. Liebe, das lässt mich nicht daran kaputt machen, dass du so ein beschissener Spießbürger bist. Wer sagt, dass ich da mitspielen muss? Wer sagt, dass ich weiter finanzieren muss? Wer sagt, dass ich dich brauche? Am nächsten Monat arbeite ich bei Erwin und bin finanziell von dir unabhängig. Das sagst du jetzt. Und denk doch dran, was du uns allen antust. Deine Großmutter, deine Mutter, mir. Denk dran. Nichts tue ich euch an. Ich liebe Jasmin. Ich werde sie lieben. Und das wirst du mir nicht kaputt machen. Ja, ich kann es dir nicht verbieten. Aber ab jetzt kenne ich dich nicht mehr. Ich kenne dich nicht mehr. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir niemals gezeigt, du Arsch. Tja, Herr Zeuger. Heute zum ersten Mal eine Meinung. Thank you.
ist ja auch so heißig. Junge, ich finde es brutal heiß. Sehr froh, dass es noch nicht Hochsommer ist. Sorry. Bist du wieder wichtig? Ja, ich bin immer wichtig. Hallo? Ah, hi Henry, wie geht's? Ja, mir geht's auch gut. Was? Du willst schon wieder heimfahren? Du warst kaum hier. Ja, okay. Du, meine Frage. Hast du gestern Abend oder heute Morgen mit meinem Vater geredet? Ja? Hat er irgendwas erwähnt? Ach, wir hatten einen kleinen oder besser gesagt bösen Streit. Und er hat nichts gesagt? Wirklich gar nichts? Meine Mutter vielleicht? Was? Ja, wir können schon nochmal treffen. Ich bin gerade hier schon in Ulm drin. Ich bin nicht allein, ich bin mit Jasmin unterwegs. Ja, wir können uns theoretisch am Donaufest treffen. Ulmer Seite? Ja, okay. Bis nachher dann. Ciao. Wer war das? Das war Henry. Der Henry? Genau, von der dem, Henry. Den du mir gestern erzählt hast. Genau der. Kommt der? Ja. Boah, ich freue mich irgendwie voll, den kennenzulernen. Kannst du auch. Guck mal. Das Denkmal haben 1958 die Donauschwaben aus Apatin errichtet. Das Schön. Ist die jugoslawische Stadt, aus der mein Herr Zeuger stammt. Echt? Komm, ich zeig dir mal so ein Denkmal. So eine Gedenktafel. Siehst du, das ist sie. Apatin, vormals Abthausen. Und auf dem Stadtwappen siehst du sogar noch die Ulmer Schachtel. Und genau wegen der fühlt sich mein Herr Zeuger als Ur-Ulmer. Allerdings, ich kenne keinen einzigen Ulmer, der so blöd ist wie er.
hier ist es herrlich. Hier könnte ich ewig mit dir aushalten. Ich auch. Kühles Wasser, warme Sonne. Und ich krieg einen Sonnenbrand. Hättest du dir Sonnencreme mitnehmen müssen, Schatz? Ja, seit ich mit dir zusammen bin, weiß ich gar nicht, wo mein Kopf steht. Ich vergesse alles. Ich bin dein hübscher Kopf einfach durch den Wind und eigentlich bist du schuld. Ich wusste es. Dein hübscher Kopf ist immer noch auf deinen hübschen Schuld. Willst du was trinken? Nein, zu teuer alles. Oh, richtig. Warte. Steffi! Hi Süße, was gibt's? Nee, ich bin mit meinem Schatz Volksfest in Ulm. Hey, red laut, ich höre dich nicht, die Musik ist bombig. Ja, komm doch her! Hey, ist geiles Wetter, Stimmung ist gut, sind viele Leute da, komm einfach. Ist okay, wenn die Steffi kommt. Von mir aus? Ja, das passt schon, komm her. Wir sind am Bierzelt. Ja, einfach hinten im Eck. Ich sehe dich schon. Ja, okay. Cool, dann bis gleich. Ciao. Ciao. Also, die Steffi kommt. Ich weiß. Sie möchte mir irgendwas erzählen. Frag mich nicht, was. Entweder neuer Freund, neuer Haarschnitt oder Dell im Auto. Kindheit hier verbracht. Meine Eltern haben gearbeitet, meine Omi hat mich versorgt und ja, mittlerweile ist sie böse, weil ich nicht hier wohne. Was? Warum? Ist doch echt genial. Na, eigentlich schon. Ich würde mir Miete sparen. Es ist genug Platz hier. Man weiß, als junger Mann will man eigentlich seine Freiheit genießen, bleiben. Wobei diese ganze sogenannte Freiheit Bedeutung verloren hat, seit ich dich kenne. Aha, und das bedeutet? Dass wir uns auf jeden Fall mit meiner Oma zusammensetzen müssen und mal reden, ob wir nicht dort hier einziehen. Ich will meine Wohnung kündigen und... Oh, scheiße, Kündigung. Oh, ich war's wieder vergessen, ich muss unbedingt noch anrufen. Wegen meiner Wohnung. Hey, hoffentlich habe ich die Telefonnummer irgendwo noch rumliegen. Das mache ich gleich, sonst vergesse ich's wieder. Du wirst schon dabei haben. Ja, hey, kennst mich ja. Was ich noch fragen wollte, wem gehört denn die Schaukel da draußen? Rate. Nee, nicht deine Großmutter, oder? Echt? Meine Großmutter. Ja? Sie schaukelt da noch. Ja, sie schaukelt energievoller wie manch 15-jähriges Kind. Wie alt ist sie denn? 73 mittlerweile, aber wenn ich ehrlich bin, die Frau hat mehr Energie als ich. Super. Ja. Das ist das beste Beispiel. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Wahrscheinlich hat sie einfach nur vergessen zu altern. Hey, eine offene, jung gebliebene Großmutter. Jeder normale Mensch wünscht sich sowas. Genau, was will man mehr? Außerdem, wie gesagt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und sie genießt es ja auch, wenn sie von jungen Leuten wie dir geduzt wird und alles. Ja, aber ich gebe zu, es ist schon komisch, so eine ältere Person zu duzen. Du wirst dich dran gewöhnen. Mit der Zeit. Aber jetzt sollten wir runtergehen, ich krieg Kaffee. Kannst du eigentlich mit den Städtle? Naja, das würde ich ja schon gerne machen, aber weißt du, mein Garten, da muss ich noch einiges machen. Außerdem muss ich den Kühlschrank noch aussortieren und dann muss ich noch packen, da wir ja doch jetzt morgen verreisen wollen. Also, weißt du, langweilig wird es mir mal ganz bestimmt nicht.
Du, was hältst davon? Ich bleib einfach hier und helf dir. Ich meine, Andi kann es ja auch allein in der Stadt erledigen, oder? Ach nee, du, das brauchst du nicht. Ich schaff das schon alleine. Sie hat doch eigentlich recht. Auch Standesamt kann ich auch alleine gehen. Ich meine, du kannst jede Hälfte Hand brauchen. Ich glaube nicht, dass wir beide da sein müssen, oder? Naja, ich weiß nicht, wie das ist. Ihr wollt ja eigentlich, glaube ich, doch nur den Hochzeitstermin ausmachen, ja? Eigentlich schon. Ja, es kann schon sein. Also bei mir ist es ein halbes Jahrhundert her, als ich geheiratet habe. Aber die Bürokratie heute, keine Ahnung, da kann ich euch leider nicht helfen. Am besten, ich rufe einfach mal an. Ja. Wie sicher ist das denn? Du, die Nummer denn bei dir? Ich glaube schon. Ich hatte sie zumindest gestern mal. Echt? Kannst du sie mir dann bitte geben? Na, Tatsache, da haben wir sie ja. 1613352, Frau Kiesling. Frau Kiesling heißt ja. Sie. Okay, mach ich. Zeig nur, dass wir gestern schon da waren. Okay, mach ich. Ups, ciao. Das kann man ja nicht so recht vergessen. Ja, machen wir es so. Dann helfe ich deiner Oma. Und du regelst das alleine. Dann okay. Muss ich mir ja einen Vorrat an dir ansammeln. Wenn du jetzt gehst. Nimm nur so viel, wie du brauchst. Aber ich denke, die werden ja wohl nicht beide brauchen. Es geht ja nur um diesen einen Termin. Wollen wir es hoffen? Ach, ich glaube nicht. Nee, das ist gerade recht. Dann kann ich mich ein bisschen mit deiner Oma anfreunden noch ein bisschen. Das ist echt eine tolle. Ich mag sie, Urz. Und es ist mir auch eigentlich auch recht, weil ehrlich gesagt habe ich auch keine arg große Lust. Also hört mal zu, ich habe mit ihr gesprochen und ich habe gemeint, Andi, du kannst also alleine hingehen. Und gut. Ja, eure Sachen, habt ihr die schon alle zusammen? Also meine Unterlagen sind oben. Meine sind zu Hause, aber da kann ich kurz vorbeifahren. Ja? Ja, okay. Ja, dann ist es ja. Ja, super. Ach, Herr Henry. Ja, gut, gut. Ja, bleibst du noch in Ulm? Bis morgen. Ja, Jasmin und ich waren auch morgen los. Dann können wir es ja noch mal sehen. Ja. Mhm. Ja. Und wie hat sich mein Herr Zeuge verhalten? Den Schwanz eingezogen, wie sie es gehört. Hey, du, ich bin gerade vor dem Standesamt. Ich muss jetzt noch in der Stadt ein paar Kleinigkeiten besorgen. Wir sehen uns dann morgen. Okay? Jo, ciao. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wann wir heute fahren sollen? Also, heute nicht mehr. Heute ist Freitag, da staut sich alles nur und dann kommen wir nicht voran. Hm. Naja, wie wär's denn, wenn wir morgen Nacht fahren? Denn mir fällt gerade ein, morgen ist doch, glaube ich, auf dem Donaufest dieses Feuerwerk. Ja, stimmt. Zum Abschluss. Genau, und dann ist es nicht mehr so heiß und dann kommen wir hinterher ohne Stress und ohne Hektik in den Süden fahren. Ich denke, ich rufe da an und sage denen Bescheid auf jeden Fall, dass wir dann Sonntagmorgen erst kommen. Werdet ihr damit einverstanden? Na okay, dann bin ich sofort mit dabei. Ja, cool, dann können wir das Feuerwerk noch anschauen. Ne, ist immer was Schönes. Oh ja, klasse, freue ich mich schon drauf. Dann ist auch nicht mehr so heiß. Mhm. Und dann ja, aber bei der Hitze Autofahren ist auch nicht so toll. Und wir können auch was machen. Wie war es eigentlich mit der Gartenarbeit? Kann ich noch was helfen? Da bist du leider schon zu spät dran. Die Jasmin hat mir geholfen, dass wir schon eine Stunde fertig sind dann. Und ja. Wir haben gut gearbeitet, viel geschuftet. Ja, ich habe meinen guten Willen demonstriert. Aha. Oh. Ja, wo die Frau eigentlich eingeschlafen? Du, kurz bevor du kamst, nicht arg lang, die war auch fix und alle hat den ganzen Tag im Garten getobt. Ja, hallo Winkler. Ah, hi Steffi, du bist. Ja, ich geb dir geschwind die Jasmin, die sitzt neben mir. Ja, Moment. Ja, hi Steffi. Ja, passt. Ja, du, wir wollen jetzt noch irgendwas essen und dann... Ja, klar, kein Problem. Ja, cool. Wo und wann? Oh, super. Ja, cool, machen wir. Alles klar, also dann bis nachher, Süße. Ja, werde ich ausrichten, ja? Ciao. Lieben Gruß von Steffi.
keine Ahnung, was ich meiner Mama zum Geburtstag schenken könnte. Deiner Mama? Ja, wann hatten die? Nächste Woche. Bist ja früh dran. Ja, du weißt doch, ich habe nie eine Ahnung, was ich anderen Leuten zum Geburtstag schenken kann. Nimm eine Schachtel Pralinen, das zieht immer. Das ist ja wohl langweilig. Ja, die wird einfallslos. Ja, keine Ahnung, was magst du? Ein Buch, Klamotten, schönes Abendessen. Ach, ich weiß auch. Da fällt mir ein, Andreas, Jasmin hat mir erzählt, du hast voll den Streit mit deinem Vater. Naja, Streit würde ich nicht sagen, es kam eher eine Enterbung gleich. Also ich habe ihn ja auf dem Donaufest gesehen und er hat nicht den Eindruck gemacht, dass es krass drauf wäre. Ach, bisher habe ich das auch nicht von ihm erwartet, aber... Der Schein trügt. Ja, ordentlich. Eigentlich müsste er Jasmin mögen. Sie ist eigentlich genau das, was er im Islam nicht ausstehen kann. Allerdings... Er ist ein Pharisäer hoch drei. Er verachtet diese ganze Unterdrückung. Manchmal tut er so, als ob ihm die Frauen leid tun würden. Am Endeffekt geht es nur darum, dass sie sich verhüllen müssen. Und immer dann, wenn eine Frau sich nicht vollkommen nackt auf die Straße stellen kann, ist wie eine frauenunterdrückende Doktrin am Werk. Er hat leider keinen anderen Bewertungsmaßstab. Irgendwie tut sie mir leid. Er weiß selber nicht, dass er nicht die Frauen an sich bemitleidet, sondern nur die Unterdrückung hasst. Ich finde es halt auch schade, weil er kennt mich gar nicht. Ich habe ihn noch nie wirklich kennengelernt. Dass er so eine Meinung von mir hat, ist schon schade. Wenn er dich kennen würde, würde er seine Meinung ändern. Ja, aber ich muss jetzt unbedingt ins Wasser rein. Ganz, ganz dringend aufs Klo. Kommt jemand mit? Ich komm mit. Los, Schatz, auf. Andi, was ist mit dir? Im Gegensatz zu euch kann ich's länger unterdrücken. Also auf! Haha, da fällt mir nur ein blödes Zitat ein. Bist du nicht willig? Auf mich. Was? Ich weiß schon, dass ich nachher wunderbar schlafen werde. Habe ich hier sofort den ganzen Tag im Garten arbeiten, dann noch die ganze Schwimmerei. Oh ja, hab gerade eine richtige gesunde Müdigkeit und das nachher noch mit schönem Sex. Ich werde schlafen wieder bis morgen früh, da können mich 10 Kanonen nicht wecken. Aber ein Kanonenrohr. Es ist doch eigentlich so, wenn du eigentlich noch nicht sage, Vagina. Ist vollkommen normal, erlaubt, regt sich keiner drüber auf. Wenn ich allerdings irgendwo ganz laut Fotze brüllen würde, dann sofort Dutzende alte Menschen um mich herum würden und mich einbrüllen, warum ich so einen Schweinkram sagen würde. Und dabei ist es genau das Gleiche. Fotze und Vagina unterscheiden sich eigentlich nur daher, aus welcher Sprache das stammt. Vagina stammt aus dem Lateinischen,
Mal früher dieses hoch angesehene, dieses Ewe, die obere Schicht, hat sich halt damit besser gefühlt, wenn sie Latein gesprochen hat als Deutsch, Französisch, Englisch. Das hängt halt besser. Wir haben das halt irgendwie immer noch beibehalten. Klassentrennung in der Sprache. Dass sowas eben mal geben würde. Wenn ich ehrlich bin, habe ich darüber noch nie nachgedacht. Aber hast du eigentlich recht, du sprechen kann ich ja nicht. Du bist also der Meinung, dass der Unterschied zwischen vornehm und primitiv eigentlich nur eine Verpackung liegt. Okay, ganz pauschalisieren kann man das auch wieder nicht. Es gibt immer Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen schon. Na komm, wir sollten aufstehen. Hast wahrscheinlich recht. Keine Müdigkeit vorschützen. Ach, irgendwie werde ich immer nervöser. Eigentlich wegen der Reise gar nicht so, aber jedes Mal habe ich Sorge, dass ich die Hälfte vergesse. Kenne ich. Ich denke, ich werde eine Badewanne nehmen. Denn erfahrungsgemäß weiß ich, da kann ich mich immer hervorragend entspannen. Jasmin, wenn du nichts dagegen hast, ich würde gerne Marie mit in die Badewanne nehmen. Ja, du, kein Problem. Die ist sowieso wahrscheinlich wieder dreckig bis oben hin. Ich hatte sowieso nachher gebadet. Ah ja, wollt ihr kein beide mich auch noch ein Bad nehmen? Ich glaube, wir genießen noch die Sonne ein bisschen. Okay, dann hol ich mal die Marie. Okay, ciao. Marie, kommst du? Du schuldest mir noch was. Man schuldet immer demjenigen etwas, den man liebt. Ja, ja, und denen, von denen man geliebt wird, ich weiß. Nein, du hast mir was versprochen. Und es noch nicht eingelöst, sonst würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Was war's? Du hast mir versprochen, mich mit der Musik von Brahms bekannt zu machen. Stimmt, Brahms, Poco Allegretto, dritte Sinfonie. Ich hab's im Auto. Ich geh's mal schnell holen. Ja, hey, warte, ich komm mit. Hör mal's im Auto an. Hör mal's im Auto an, auch gut. Sind wir ungestört. Okay. Die Musik gefällt mir. Sie ist ein bisschen schwer, so voller Sehnsucht nach irgendwas, was nicht mehr erreichbar ist. Ich weiß nicht, ob so ein bisschen voller Hoffnungslosigkeit. So eine Art Resignation. Ja. Ich möchte wissen, was Brahms durch die Seele ging, als er das geschrieben hat. Aber sie ist trotzdem schön, auch wenn sie düster ist. Vergleich's mal hiermit. Mozart, Klavierkonzert Nummer 23, Adagio. Sagen will. Also Brahms schuf Musik eher von mit dem Herzen und Mozart ist eher der Kopfmensch. Wahrscheinlich laber ich jetzt gerade voll den Müll, aber... Finde ich gar nicht. Mozart verstand es, jeden Stoff meisterlich zu verarbeiten. Brahms hingegen, er ist selbst der Stoff. Deine Mensch komponiert, der andere wird komponiert. Ah.
Lass uns tanzen. Tanzen? Warum? Wo willst du tanzen? Drüben bei den Serben. Komm. Aber ich dachte, hey, das ist doch dein Vater. Zum Teufel mit meinem Vater. Dann tanzen wir halt ihm zum Trotz, aber komm. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich? Ja, komm. Okay. Wir zwei. Okay, weißt du, bist überredet. Wie war eigentlich die Visage meines Vaters gerade? Dein Vater? Der war gar nicht da. Nicht? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe extra noch so ein bisschen hingespickelt, aber er war nicht da. Komisch. Naja. Die Sonne geht langsam unter. Bald geht das Feuerwerk los. Dann sollen wir zu Omi hinter rüber gehen. Uns mit ihr zusammen genießen, oder? Können wir. Ja. Aber vorher bleiben wir noch hier. Wir haben noch genug Zeit. Okay.